Ja, mittlerweile sagt dir ja jeder, du musst mit deinem Handwerksbetrieb auf Social Media aktiv sein und am besten jeden Tag da irgendwas raushauen. Einfach auch um Mitarbeiter und Kunden weiterhin anzuziehen. Und wir werden jetzt in dem Video mal beleuchten, weil das wissen die meisten gar nicht oder machen es deswegen auch gar nicht. Was sind eigentlich die Dinge, die du posten sollst? Was sind eigentlich die Content Pieces, die Inhalte, die du da veröffentlichen sollst und wie geht das? Ja, vielleicht mal zu der Motivation dahinter. Warum sollte man das eigentlich machen? Ich habe letztens mit einem Partner von uns gesprochen, auf einer Veranstaltung von uns in Frankfurt. Und der macht das zum Beispiel richtig gut. Ne? Also wir betreuen ja sehr, sehr viele Partner und schalten auch Werbung für unsere Partner. Und Social Media, da geben wir dann unseren Partnern auch Hinweise, wie sie das selber in ihrem Alltag sozusagen integrieren können oder in ihrer Firma sozusagen etablieren können. Und dieser Partner, der macht das sehr, sehr gut und er hat dann mit mir gesprochen oder ich habe ihn auch gefragt, ja, was hat das bei euch jetzt für Auswirkungen gehabt oder was hat das generell für Auswirkungen? Und er meinte, ja, das ist so krass, also er kriegt in einer Woche irgendwie 10, 12 Bewerbungen alleine über diese Social-Media-Themen. Und er ist halt an der Region auch einfach bekannt wie ein bunter Hund, einfach weil er einfach diesen Betrieb transparent darstellt auf Social Media. Wie macht er das? Er macht nicht irgendwelche Videoproduktionen und irgendwelche aufwendigen Posts oder macht sich da Gedanken oder postet irgendwie in der Mittagspause, was er isst. Nein, er begleitet einfach die Firma oder sich selber sozusagen in seinem Arbeitsalltag. Er nimmt einfach das Handy raus, wenn er beim Kunden ist und sagt, so, jetzt haben wir hier wieder die und die Heizungsanlage und kümmern uns jetzt das und das da und da drum, dass das und das passiert. So, wir sind jetzt hier fertig, war ein cooler Auftrag und so weiter. So, jetzt sind wir wieder unterwegs zum nächsten Kunden. Und einfach dieses offene, transparente Sein, das hilft halt ungemein. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, wie war denn das für dich, damit anzufangen? Also ist dir das schwer gefallen? Und dann meinte er, ja, total. Ne? Also das ist natürlich erstmal eine Überwindung, das zu machen. Aber er meinte, er ist halt super happy, dass er es gemacht hat, weil am Ende ja bringt das seine Firma jetzt enorm weiter. Ne? Und es war halt die ersten Male ein bisschen unangenehm, das zu machen. Ne? Aber ich meine, was ist schon unangenehm jetzt, wenn man hier so sein Handy nimmt und das mal reinhält? So, man kann ja auch die ersten Male das einfach mal machen und es noch nicht posten. Und sobald man sich aber erstmal getraut hat, ich meine, die Leute erwarten von euch ja auch nicht, dass das jetzt irgendwie super professionell ist, sondern die wollen einfach mal sehen, was macht denn eigentlich so ein Handwerksbetrieb, ne? Und vor allem für halt die Bewerber ist es halt super interessant, das zu sehen, wie sieht denn eigentlich der Alltag aus, ne? Und wie ist die Truppe? Wie cool ist der Chef? Ne? Und einfach mal so ein Feeling dafür zu bekommen, was einfach da abgeht, ist halt ungemein hilfreich. Ja, das große Stichwort ist ja Transparenz. Also wenn du dich fragst, was soll ich posten? Oder was soll ich teilen generell? Was soll ich generell meine Stories vielleicht auch unterbringen? Es muss im Endeffekt dein Unternehmen transparenter machen. Entweder mit deiner Dienstleistung, deinen Produkten oder auch für die Mitarbeiter. Ne? Welche Leute sind da zum Beispiel mal ein einfaches Interview zu sagen, hey, du bist ja schon jetzt 3 Jahre bei uns, erzähl doch mal, wie war das? Was hat dir so gefallen? Was gefällt dir aktuell sehr gut? Was sind Dinge, die du anders machen würdest? Einfach mal ganz transparent darstellen, wer sind wir? Weil Menschen kaufen von Menschen und im Endeffekt durch die ganze digitale Zeit, die digitale Welt, sind wir alle nur noch gefühlt zu einem Strichcode geworden, in Anführungsstrichen, ja. Und haben halt kaum noch den Bezug zu den Betrieben so richtig, bei denen wir auch kaufen, selber. Ne? Wir googeln dann halt, sehen, ah ja, das ist eine Internetadresse, ja, mal gucken. Aber wenn du der Typ bist, wo halt schon 10 Videos davor gezeigt wurden, das Spannende ist, das kann man ja sehr gut kombinieren, also allein jetzt nur das Thema Social Media zu machen, wird dir noch nicht so viel Sichtweite bringen, weil Social Media, also reine organische Reichweite, ja sehr stark eingeschränkt ist. Wenn du das aber mit bezahlter Werbung kombinierst, dann hast du die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit extremst bekannt zu werden und transparent zu werden. Und wie gesagt, Transparenz schafft Vertrauen irgendwo auch. Und bei dem Partner ist zum Beispiel dann so, da sagen wir auch, okay, die Videos, die am erfolgreichsten sind, die werden dann nochmal separat ein bisschen beworben mit ein bisschen Geld, damit einfach noch mehr Leute das sehen, damit es noch mehr geteilt wird und für die Plattform noch sichtbarer ist. Hey, das ist ein geiles Unternehmen, da sollte ich auch mehr in Zukunft von zeigen. Das interessiert die Leute. Und der hat dann auch weniger Preisdiskussionen, da melden sich mehr Leute, wie Marvin schon gesagt hat, die 12 Bewerbungen die Woche. Ich meine, welcher Betrieb kann das so von sich sagen? SAK-Bereich, ne? Ja. Also das ist nicht selbstverständlich. Ja. Das klappt aber auch nur, weil die Leute schon davor wissen, die können sich auf dem Kanal quasi anschauen, was macht der eigentlich so? Ja. Was ist so sein Thema? Ja. Wie sehen die Leute aus? Wie sehen die Leute aus? Und was du auch zum Beispiel machen kannst, ist, dass du einfach, also fragst dich jetzt vielleicht, okay, womit fange ich denn jetzt an oder was soll ich denn machen? Das Erste, was du einfach mal machen kannst, ist, wenn ihr auf einer Baustelle beim Kunden seid, hol einfach mal das Handy raus, halt drauf, was ihr gerade gemacht habt und sagt, so, wir nehmen euch jetzt mal mit hier auf eine Baustelle, wir zeigen mal, was wir jetzt heute umgesetzt haben für einen Kunden, wieder ein tolles Projekt. Und selbst wenn du es nicht selber machen willst, du kannst auch zum Beispiel einem Azubi sagen, oder du kannst einfach den Azubi mit draufnehmen und sagen, so, und der Max, der erklärt euch jetzt mal, was wir hier alles gemacht haben. Und die jungen Leute oder die jüngeren Leute, die sind eh noch
sag ich mal, sogar noch, noch affiner so. Und die wissen auch, wie man auf Social Media irgendwie das dann quasi ein bisschen erklärt oder so. Ist aber auch nicht schwierig. Von daher könnt ihr das auch einfach dann abgeben, zum Beispiel an die jüngeren Leute in eurem Betrieb, die da auch vielleicht Bock drauf haben. Vielleicht haben die Azubis bei euch auch Lust darauf, ein bisschen mehr sich dazu einzubringen. Ja. Und ja, das ist halt eine coole Möglichkeit. Genau, also nutzt es auf jeden Fall. Ist auch nicht so zeitaufwendig, wie es immer klingt. Muss ja alles perfekt bearbeitet sein. Es ist im Gegenteil sogar so, dass Natürliche aktuell besser auf jeden Fall. Ne, bessere Reichweite bekommt. Ja, in dem Sinne, und wenn du dann noch Support dabei brauchst, wie sowas genau funktioniert und wie du dann vor allem damit auch bezahlt, also mit bezahlter Werbung da richtig hochskalieren kannst, wenn du das willst, entweder Mitarbeiter- oder kundenseitig, dann melde dich sehr gerne bei uns. Ne? Unter hm-bader.de bieten wir kostenfreie Strategiesessions an. Da kann man dann genau mal schauen, wie so eine Strategie aussehen kann. Erstmal komplett kostenfrei, und wenn du dann sagst, du hast Lust, sowas mit uns umzusetzen, klar, dann machen wir ein Angebot. Ich würde sagen, in dem Sinne erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.